Feministinnen, die haben immer so... Gut, abgesehen davon, dass es ekelerregenderweise auch islamische Feministinnen gibt, die sich mit dem Kopftuch für total emanzipiert halten und immer so ein Designer-Kopftuch mit sich auf ihrem scheiß auch irgendwie geistig ausgemergelten Schädel tragen, haben die immer so Namen, so Verena, Varenka. Ja, oder auch Annalena, Katrin. Diese ganzen Namen, das sind ja, diese Feministinnen haben immer ganz eigenartige Namen. Naja, aber das ist jetzt out hier seit AKKs Witz. Wir haben so diese altdeutschen Namen. Auch gerne so Doppelvornamen. Oh, jetzt habe ich mich auch in ein gefährliches Fahrwasser begeben, weil Doppelvornamen sind ja spätestens seit AKKs etwas, ja, verunglücktem Witz. Verunglückt aus meiner Sicht nicht, weil er irgendwie politisch unkorrekt war und ein paar Linke getriggert hat oder beziehungsweise die Linke allgemeiner den Mainstream in eine neue Welle der Empörung reinge... oder sie sich dazu hinreißen lassen, da rein manövrieren zu lassen. Volle Kanne von Frau Dingens AKK, nein, sondern weil der Witz so unglaublich... lahm war. Und weil sie ihn weder vom Timing her noch vom genauen Wortlaut irgendwie gut formuliert hat. So ist das halt, wenn Politiker versuchen, lustig zu sein. Jetzt gibt es so eine voll zurechnungsfähige Dame, die hat ein Buch geschrieben. Es ist ein Buch. Es ist ein Buch. Ist es überhaupt ein Buch? Ich glaube, nein. Man glaubt es kaum. Also man glaubt es kaum, für wie viel Schrott eben auch noch Druckerschwärze verschwendet wird und Papier. Ressourcen sind enorm. Hat jetzt ein Buch geschrieben, eine Kampfschrift gegen Kinder. Nun bin ich auch kein großer Kinderfan. Kinder. Sind Schweine. Kinder. Kinder sind doof und nervig und anstrengend und scheiße. Und wenn man welche hat, dann entwickeln sie sich nie in die Richtung, die man gerne hätte. Meistens verursachen sich nur Kosten und Unglück. Gut, aber manche sehen sie eben auch als Gewinn an und ich persönlich habe noch keine. Aber ich sag mal so, es ist ein Ziel von mir, welche zu haben. Vor allen Dingen auch, weil ich gerne zum passionierten, zum überzeugten Klimasünder werden will. Sündigen! Wir wollen sündigen! Dem Himmel kündigen! Denn diese komische Troller, die ihren Nachname eben auch so ein bisschen ist wie eine Mischung aus Braunschweiger. Braunau am Inn. Braunschweiger heißt sie nämlich. Und ich meine, okay, Schweiger, da steckt schon Schweiger drin. Erinnert an Til Schweiger. Til Schweiger. Das ist extrem unangenehm. Und Verena. Verena? Brunschneider. Veronika, Verena. Veronika, bei dem Namen muss ich mal an die Comedian Harmonist denken. Veronika, der Lenz ist da. Bin ein bisschen heiser gerade. Ich hätte jetzt ein Buch geschrieben, allen Ernstes. Kinder sind die neuen Klimakiller. Ja, darauf sind auch noch nicht alle gekommen. Also ich meine, diese Kampffeministinnen und Hardcore-Lesben teilweise, die dann so, also die da irgendwie so linksgrün verstrahlt sind. Ich meine nicht Lesben im Allgemeinen. Nein, ich bin ja nicht politisch unkorrekt. Ja, sie hat dann wieder irgendwelche Zahlen angegeben. Die Linken stehen ja auch mittlerweile auf Zahlen. Wenn man mit Zahlen immer irgendwas pseudofaktisch untermauern kann oder zu können glaubt, hat sie da irgendwie, was weiß ich, 9000 Tonnen, keine Ahnung, CO2 stößt so ein Mensch in seinem Leben aus. Kind, also so nach dem Motto, dann wäre es ja besser, keine zu haben. Die alte Schabracke ist mit ihren 38 noch nicht ganz jenseits des empfängnisfähigen Alters, aber sie... Ja, und ist zwar Pädagogin selber, aber hat mit Kindern offenbar immer zu tun, aber will selbst keine kriegen, was nicht ganz nachvollziehbar ist. Und sie ist absurderweise auch noch Lehrerin, also sie hat ständig mit Kindern zu tun. Oder vielleicht hat sie auch mit Erwachsenen zu tun, mit Flüchtlingen oder so. Vielleicht macht sie ja sowas ehrenamtlich mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen. Die alle komischerweise jahrelang 17 Jahre alt sind. Das hat man ja häufiger jetzt. Ja, und die schreibt ganz unverdrossen mal so ein Büchlein mit dem Titel Kinderfreischutz. Genau. Das nicht Kinder kriegen wird, also als große Freiheit, als große neue Selbstverwirklichungsfreiheit kauft. Da sind ja eh schon so viele junge Frauen neuerdings auf dem Selbstverwirklichungstrip und das ist einfach nur noch widerliche, das sind widerliche Leute und jetzt Selbstverwirklichung heißt jetzt neuerdings diesem albernen Trip hinterherlaufen und sich dann irgendwann wundern, irgendwann sitzt sie dann da als alte, vertrocknete, verbitterte Schabracke und so eine alte Juffer, abgefranst und abgeranzt, sitzt sie da einsam in ihrem Schaukelstuhl, keine Sau kümmert sich um sie oder sie verrottet da vor sich hin in so einem beschissenen Altersheim, wo sie sowieso den jungen Leuten ganz egal ist, die da arbeiten, den Muslimas, die dann da bis dahin arbeiten, in der Mehrheit.
Mehrheit. Alles Kopftuch, Muslimas, streng erzogen, streng muslimisch erzogen, die denen dann den Arsch auswischen. Und selber, was weiß ich, wie viele Kinder haben, 20, 30, 50. Also reine Gebärmaschinen für ihren Macker sind, wenn sie nicht gerade arbeiten müssen. Während die Alte dann irgendwie Sojalatte schlürft und irgendwie sich von diesem Biofraß die ganze Zeit ernährt und sich so gesund hält und fit und aerobic macht und was weiß ich sonst noch und ins Fitnessstudio geht 15 Mal die Woche. Also an jedem Tag mindestens 2 Mal. Und dann echt wirklich ein extrem langes Leben hat, aber dann am Ende trotzdem vor sich hin gammelt, ja. Während andere sich an ihren Kindern erfreuen und Kindeskindern, an ihren Enkeln. Ja, und während dann bis dahin die islamische Population so weit fortgeschritten ist, dass wir hier eine Islamisierung längst abgeschlossen haben, dass hier nichts mehr ist mit Demokratie und Menschenrechten und allgemeinen Freiheiten. Dann haben wir eine islamische Monokultur und das wird dann ziemlich unangenehm für alle Nicht-Muslime, für alle, die standhaft bleiben und nicht freiwillig zum Islam konvertieren wollen. Da mag es ja noch welche geben. Also sie plädiert in ihrem Buch halt, dass man keine Kinder kriegt, weil ja, wie gesagt, Klimaschädlinge. Übrigens wird auch erwähnt in dem Buch, die geburtenstarken Weltgegenden, insbesondere die islamischen Länder, wo ja eine Fertilität herrscht, die ungebrochen voranschreitet und regelrecht erstaunlich ist. Und da auch jede Menge Klimakiller auf die Welt kommen. Und solche Frauen mit solchen Büchern dort nicht gerade unbedingt offene Türen einrennen würden, sondern ziemlicher Intoleranz doch begegnen würden. Völlig zu Recht übrigens, weil sie dort wahrscheinlich steinigen würde für denselben Scheißdreck. Kann sie hier dann ihren Spaß durchziehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein dummes Buch kaufen, das sich dann viele zu Herzen nehmen. Schreiben sich dann noch diese auf ihre Transparente, diese Leute, die dann solchen hinterher laufen. Hat man mal so eine scheiße, ekelerregende Alte gesehen, die war wirklich schäbig und hässlich, mit ihren bunten Scheißhaaren und hatte auf ihrem Transparent: Für jedes Kind, das ihr gebärt, 3, 4, 1, 8. Und das war nicht an die Islamangehörigen gerichtet, die einen Blach nach dem anderen kriegen, was sie übrigens radikal islamisch erziehen, weshalb eine Siedlung eben keine unrealistische Option mehr ist, kein unrealistischer Faktor mehr, sondern eher etwas, gegen das wir dringend einschreiten sollten, bevor es vollzogen ist. Und niemand appelliert dann, also sie appelliert zumindest in ihrem Buch, dass man nicht appellieren soll an die Leute in Afrika zum Beispiel, die viel zu viele Kinder kriegen. Oder dass man mal, was jetzt den Umweltschutz anbelangt, ja, den CO2-Ausstoß, dass man da mal irgendwie China in die Pflicht nimmt oder so, der einer der größten Umweltsünder überhaupt ist. Abgesehen von einigen anderen asiatischen Ländern. Japan ist da sicherlich auch nicht ganz übel. Südkorea und wie. Und niemand appelliert mal, auch wenn es sinnvoll wäre, an irgendeine Art, an eine irgendwie geartete Geburtenkontrolle in den afrikanischen Ländern zum Beispiel mal. Durch natürliche Verhütungsmittel, dass man sich mal für weniger Kinder entscheidet, anstatt für 20 nur für 5 oder so. Sondern nein, das sind immer wir Europäer, wir Mitteleuropäer, insbesondere wir Deutschen, die uns einschränken sollen. Wird jetzt groß geredet, ja, der Klimawandel, der böse, böse Klimawandel. Wir müssen uns einschränken. Komisch. Und energiepolitisch und was die Emissionen betrifft, schadstoffausstoßmäßig, wird das nie von Ländern wie China und so erwartet. Nein, da ist man im Gegenteil ganz kleinlaut und kriegt denen noch in den Arsch. Ist ja auch ein wichtiger Handelspartner und so. Wer würde das verlangen von denen? Wir haben hier immer verstrahltere Feministinnen, die gehen einfach immer in die nächste Runde. Man weiß nicht, was von denen noch alles kommt. Und keiner stoppt das mal, ne? Und wenn man dann sagt, die Länder müssten sich ja auch mal einschränken, oh, dann ist das schon gleich rassistisch, uiuiui. Damit begebe ich mich auf ganz dünnes Eis. Da ist nichts rassistisch dran, wenn ich darauf hinweise, dass die Geburtenraten da vielleicht mal ein bisschen zu heftig sind. Und dass das ein Problem geben könnte in Zukunft, allein was die Ressourcenverteilung betrifft. Ich meine, wir müssten Millionen Flächen erschließen, Agrar und was weiß ich, man müsste viel mehr Land da noch urbar machen, damit man dann irgendwann die, ja, zunächst mal 12 Milliarden Menschen bis 2050 dann oder sonst noch mehr versorgen kann. Wie soll das alles noch funktionieren? Und da muss eigentlich eine weltweite Geburtenkontrolle kommen. Und die müsste natürlich genau da anfangen, wo die meisten geboren werden. Und das sind die islamischen Länder, hauptsächlich Nordafrikas, aber auch anderer Teile, rückschrittlicher Teile der Welt. Wie macht man das? Ja, natürlich, indem man denen auf die Beine hilft, wirtschaftlich und so weiter. Muss eben auch dafür gesorgt werden, dass die Spendengelder da, die Milliarden, die da jedes Jahr hinfließen, allein aus Deutschland, vom Entwicklungshilfeministerium da großzügig aus Steuergeldern berappt, und noch die privaten Spenden, die ja auch nicht unerheblich sind, dann müsste eben besser geschaut werden, wo das alles landet und dass es nicht in den falschen Händen landet und dass es wirklich auch benutzt wird für das Gut. Stattdessen, dass man irgendwie mal drüber nachdenkt, wie man das da denen da beibringen kann, dass sie weniger Kinder kriegen sollen, hat man es dann hier zu tun mit Kampfministern, die sich immer neue Scheiße ausdenken, wie wir uns hier einschränken sollen. Und am besten, dass wir keine Kinder kriegen sollen. Wollen sie das mal machen, nur weil sie es selber nicht wollen. Weil sie selber so flippig sind und Karriere machen wollen. Und dann später es trotzdem bereuen. Hä? Siehe Sarah Wagenknecht, sie auch Alice Schwarzer, haben beide schon mal erwähnt. Das ist auch ganz schön auch gewesen, Kinder zu haben. Aber sie haben sich eben anders entschieden.
Kann sein, dass Sarah Wagenknecht das stärker bereut, weil immerhin Alice Schwarzer eine wichtige Vertreterin der Frauenbewegung ist und war. Und dann auch mit dem Argument, irgendwie auch mit diesem Komplex, typisch wieder so dieser Komplex, so nach dem Motto, wir kinderlosen Frauen, wir werden nämlich diskriminiert in der Gesellschaft und wir werden gehasst und wir werden vorwurfsvoll behandelt, nur weil wir keine Kinder haben wollen. Und wir sind bedroht vom Patriarchat deswegen. So ähnlich steht das da wirklich. Das hat sie so geschrieben. Und immer ganz fit in der Bier. Immer das böse, böse Patriarchat. Und auch diese Schizophrene dabei, auf der einen Seite hier Millionen ins Land lassen und das erfrischend finden. Millionen, hauptsächlich junge Männer, die alles andere als Frauenliebhaber sind. Für die Frauen das letzte Stück Scheiße ist. Die Frauen ein bisschen besser behandeln als ein Rauhaardackel vielleicht. Die Frau einfach hier Beine breit machen muss, wann immer sie es wollen. Eure Frauen seien euch ein Saatfeld. So steht's im Koran. Ganz genau so steht das da. Und das ist nicht aus dem Kontext gerissen. Das ist nicht missverstanden. Und das ist nicht bildsprachlich gemeint. Was soll denn da für eine Symbolik hinter sein? Was ist denn wirklich damit gemeint? Außer ihr sollt immer ficken, auch wenn die Alte nicht will. Fruchtbar und vermehret euch. Vor diese Leute, vor diese angebliche Minderheit stellen sich diese Feministinnen allen voran. Allen voran. Noch stärker als der gesamte restliche Mainstream, bestehend aus eierlosen Veganern und aus SJWs, also Social Justice Warriors, und aus irgendwie besser und gut Menschen, die sich irgendwie moralisch da brüsten wollen und die sich schmücken wollen mit ihren tollen Taten, weil sie sonst nichts haben, weil sie komplexer haben, weil sie mit sich selbst nicht klarkommen, weil sie sich für einen scheiß Menschen halten, also immer glauben, sie müssten was Gutes tun. Krampfhaft und zwanghaft. Die werden von denen verteidigt, die dann immer so kinderreich sind. Oh, das ist toll, ja. Und die sollen dann also die Mehrheit stellen eines Tages, sondern die sollen dann hier diejenigen sein, die dann hier die Kultur übernehmen, ja. Wenn die ganze böse, böse weiße Kultur oder die deutsche Kultur oder wer auch immer da, wenn wir bösen Ureuropäer mit unserer Ursünde und unserer Schuld an Kolonialisierung und all diesem Scheiß, wenn wir als die Nachfahren der bösen, dämonischen, alten, weißen Männer, ist nichts einzuwenden gegen selbstbewusste Frauen. Meine Freundin ist auch selbstbewusst, na und manchmal. Aber es ist was einzuwenden gegen Frauen, die es damit auch übertreiben. Die wollen einfach nichts mehr ertragen müssen. Hauptsache, ich lebe schön und, oh Kinder, das ist zu anstrengend und, oh, das ist furchtbar und das hemmt einen. Ja, natürlich hemmt so ein Kind einen. Das ist aber der Preis, den man auch dafür zahlt. Will man ja auch irgendwie noch weiter existieren. Man will das Gefühl haben, man hinterlässt etwas der Welt. Und zwar mehr als nur irgendwie Rechnungen, Schulden, keine Ahnung, Gedichte, die man mal geschrieben hat oder Filme oder sowas. Reichlich bekloppt sind die in ihren Birnen. Sich immer noch das Patriarchat so einzubilden. Wirklich, was für ein scheiß Problem haben die damit? Die werden sich noch nach dem vermeintlichen Patriarchat, das wir hier haben, das längst nicht mehr in dieser Form existiert, zurücksehen. Wenn erstmal hier das islamische Banner weht und dann hier ewige Unzufriedenheit ist. Und Leute, die dann irgendwas dagegen sagen, direkt eingeknastet werden. Vielleicht sogar schlimmer eines Tages. Das kommt dann alles so. Da muss man sich nichts vormachen. Die Plätze sind schon ausgesucht dafür. Am 19. kommt Sarrazin nach Münster. Werde ich mir ansehen und anhören. Stellt sein Buch vor über die Gefahr des Islams. Die Gefahr, die mit der Islamisierung unserer Gesellschaft, sollte man sich mal angesehen haben. Anstatt immer zu schreien, du Nazi, du böser Recke. Oder als wenn man schreibt über ihn, du bist Zotter der Menschenkarikatur. Vielleicht geht das ein bisschen zu weit. Sollten Sie sich alle mal überlegen, auch Frau Wiczorek und all diese kruden Existenzen unter den Feministen. Wenn die sich nämlich mit dem Gender-Scheiß beschäftigen und immer nur rumjammern auf ihre Existenz, sich aufgebaut haben als professionelle Opfer, Leute, die von nichts anderem leben, als einfach nur rumzuheulen, wie ungerecht unsere Gesellschaft angeblich ist. So nach dem Motto, Frauen werden immer noch benachteiligt und es darf über keine Religion oder irgendwas ein Witz gemacht werden. Nur Frauen sind immer zum Abschuss freigegeben, was überhaupt nicht stimmt. Und es darf über jede Religion Witze gemacht werden. Über das Christentum, über das Judentum, über den Buddhismus, über den Hinduismus. Nur über eine nicht, über den Islam. Weil dann kommen immer wegen welche beleidigten Mullah-Leberwürste angerannt und wollen einen Kopf kürzer machen, weil sie null verstehen von Spaß, weil sie keinen Humor haben. Genau wie ihre linken Spießgesellen, die für Hassredegesetze plädieren. Auch für Kritiker, auch für konstruktive Kritik am Islam. Oder auch mal derbe polemische Kritik, so wie meine. Scheiß Islam. Scheiß frauenverachtende, archaische, intolerante, alle Abweichler und alle Nicht-Islam-Angehörigen umbringende Scheißkultur. Scheiß faschistoide Kackideologie. Reicht das? Ich hab das wirklich gefressen, dieses Scheißgehabe. Appeasement immer. Mit Gender-Gaga sich beschäftigen. Und Wochen abhalten gegen Rassismus. Und damit meinen, Kritik am Islam ist Rassismus. Ist ja auch schon Rassismus. Das ist kein Rassismus. Ich hab nicht die Hautfarbe angegriffen, nicht die Ethnie. Ich hab den Islam angegriffen. Ich hab gesagt, diese Scheiß-Ideologie, diese Scheiß-Fascho-Ideologie, die dem Faschismus sehr ähnliche, also faschistoide Religion des Unfriedens und des Terrors und des Todes und der Intoleranz.
und der Antidemokratie. Diese Religion habe ich kritisiert. Und all ihre Mitglieder, die kotzen mich an. Und all ihre Mitglieder hasse ich, die verachte ich. Wohl dosiert. Die paar wenigen wirklich Gemäßigten, mit denen man reden kann. Die säkularisierter als sonst was sind. Denen ihre Religion kaum noch was bedeutet. Die in etwa so augenzwinkernd hinterstehen, wie das ich, der ich mich jetzt eigentlich als Atheist sehe, der ich noch immer offiziell jedenfalls katholisch bin. Aber mit dieser ironischen, beziehungsweise augenzwinkernden, mit dieser lockeren Distanz. Ich gehe auch nicht mehr zur Kirche. Die, die nicht mehr zur Moschee gehen, sind für mich in Ordnung. Und auch die Muslimas, die kein Kopftuch mehr tragen. Moderne, aufgeklärte, von westlicher Gesellschaft und Demokratie, Freiheit, Menschenrechten, Gleichberechtigung, die davon geprägt, die sind mir herzlich willkommen. Und mit denen diskutiere ich auch gerne. Ich nenne als Beispiel mal Sayran Atesh, die einzige Imamin. Solchen Leuten kann man gut reden und das ist in Ordnung. Mit dem restlichen unehrlichen Haufen Scheiße, hauptsächliche Protagonisten sind nun mal Leute wie Ayman Masihek, mit denen kann man nicht reden. Denn der ist ein Radikalinski, der sich schön hinter schönen Worten hinter einer gemäßigten Maske versteckt. Aber der hat, wie er schon in einem Interview vor langer Zeit, vor 3 Jahren circa, schon ganz klar gemacht hat, er ist definitiv für Anti-Hassrede-Gesetze. Und zwar ist er für Gesetze praktisch Anti-Blasphemie-Gesetzen gleichkommen. Wenn man also was über den Islam sagt, ja, hauptsächlich über seine tolle Religion, deren Namen er immer versucht, deren Taten, die in ihrem Namen begangen werden, er immer versucht, irgendwie zu relativieren, nach Kräften, der ist dafür, dass man die Leute dann auch bestraft. Und ich nehme an, dass er durchaus für Freiheitsentzug ist und für sonstige Maßnahmen. Wenn wir hier nicht in einem Rechtsstaat leben würden, jedenfalls habe ich das geglaubt bis jetzt, dann würde er am liebsten auch noch Folter einführen, da bin ich ganz überzeugt von. Der Typ ist für Folter. Der Typ ist für Kopf ab oder Hand ab oder was auch immer. Wo soll das eigentlich noch hinführen, dieser demografische Wandel? Und die guten Ideen, die dann den jungen Leuten in den Kopf gesetzt werden, den jungen Frauen, sorgt dann dafür, die keine Kinder mehr kriegen, werden die Zugewanderten, Zugeschwommenen, Zugereisten und Zugezogenen, die sich vermehren und vermehren und vermehren und vermehren, und dann hier irgendwann die Mehrheit stellen. Und dann wird's gefährlich. Weil die meisten, die da kommen, sind nämlich eher, sagen wir mal, sehr konservativ in ihren muslimischen Ansichten, in ihrem Islamsein. Mit anderen Worten, die Bombe geht da definitiv hoch, früher oder später. Das, was da kommt, das kann keiner. Kein Staat ist dem gewachsen, was da kommt. Und wenn wir das nicht bekämpfen rechtzeitig und wenn wir nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen. Und ja, dazu zählt auch etwas, was sehr unangenehm ist und was Björn Höcke Remigration nennt. Zu Björn Höcke komme ich später. Von dem distanziere ich mich ein Stück weit. Was übrigens immer noch nicht heißt, dass ich das gut finde, dass das Zentrum für politischen Terror, Zentrum für politisch fragwürdige Aktionen, ihm da so ein Mahnmal in seinen Garten gebaut hat, seinen Müll durchwühlt und ihn auch sonst ausspioniert und schikaniert hat, eine Zeit lang, bis da Polizei einschreiten musste. Zum Glück noch gerade so mal so gearbeitet hat, wie die Polizei bitteschön arbeiten sollte. Wie Höcke also sagte, da muss eine Remigration stattfinden und das wird auch menschliche Härten ergeben. Ja, leicht wird das nicht, schön wird das nicht. Wir werden auch sicherlich nicht drum herum kommen, als unmittelbaren Zwang anzuwenden, um einige der nicht ausreisewilligen, aber ausreisepflichtigen bzw. abschiebepflichtigen wieder aus dem Land zu bekommen. Das klingt hässlich und das klingt böse und von mir aus nenne man es Nazi, aber es ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Wenn wir unsere Gesellschaft erhalten wollen, wenn wir unseren gesellschaftlichen Frieden auch halten wollen und wenn wir wollen, dass weniger sogenannte Einzelfälle vorkommen, dass also weniger junge Frauen hier erdolcht werden oder auch junge Männer aus Deutschland und anderswo, ja? Also sich teilweise die Migranten hier gegenseitig abmessern, aber auch eben auf deutsche Männer gehen, auf junge hauptsächlich, aber auch als Senioren, ne? Dieser eine, der da die Seniorin überfallen hat, brutal vergewaltigt und erstickt mit ihrem Kissen oder sowas in der Art. Auf jeden Fall hat er sie erstickt, er hat sie kaputt gemacht, einfach kaputt gemacht. Und auch die Vergewaltiger, auch die, die das in Gruppen tun, das ist ja diese islamische Tradition des Taharush, die hier mitgebracht wurde, die wir bis vor einigen Jahren noch nicht kannten, bis zu den Silvesterausschreitungen von Köln, die dann erstmal ein furchtbares Minitekel schon mal waren und ein, ja, so ein ziemlich unangenehmer Ausblick auf das, was noch kommen wird, lässt sich das nicht ganz verhindern. Und da muss eine massive Remigration stattfinden. Massive Abschiebungen. Und zwar nicht nur 69 zu Horst Seehofers 69. Sondern sagen wir mal, pro Woche so ungefähr das Hundertfache. Also so 6.900 bis 7.000. Gerade auch die kriminell gewordenen. Wenn wir wollen, dass das weniger wird, zumindest mit den Messermorden schon mal und mit den Vergewaltigungen und mit all diesen, was sich viele von denen, nicht alle, aber die meisten offensichtlich, eine große, starke Mehrheit unter denen da an Taten einfach herausnehmen zu tun. Das sind unschöne Dinge, das ist menschlich, ist das nicht angenehm. Aber ich dachte immer, dass
Ich stand immer unter dem Eindruck, dass eine jede Regierung, ein jeder Regierungschef sein Land eben schützen muss vor solcher Unbill und vor den negativen Entwicklungen von Multikulturalismus und von Masseneinwanderung und zwar unkontrolliert über offene Grenzen. Grenzen müssen auch wieder geschlossen werden, es muss ein massiver Grenzschutz stattfinden und auch eine sehr gute Kontrolle. Wer hier hineinkommt, warum, wann, wie alt derjenige ist, ob es wirklich einen triftigen Grund gibt, ob er wirklich vor Krieg geflohen ist oder einfach nur hier sich einen lauen Larry machen will und hier so ein bisschen das hier als das große Paradies ansieht, in dem er praktisch ungestraft vergewaltigen kann oder sonst was. Und wenn solche Leute erwischt werden, müssen sie übrigens auch hart bestraft werden. Aber das muss gemacht werden. Germany first muss es eigentlich heißen, so wie America first. Das ist nämlich genau richtig, das, was Trump macht. Sein Land zuerst. Sein Land und seine Bevölkerung vor den schlimmen Auswirkungen schützen. Von Massenmigration. In seinem Fall aus Mexiko. Und die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf, davor geschützt zu werden. Dafür ist sein Regierungschef auch in einem demokratischen, gerade in einem demokratischen Land da. Ich meine, sonst können wir ja gleich hier Anarchie machen. Sonst können wir gleich sagen, ja, ist eh alles scheißegal. Das kann man so machen, aber das führt eben zu nichts Gutem. Das führt zu Unfrieden, zu sozialen Spannungen und schließlich zum Bürgerkrieg. Und dann somit dann letzten Endes auch zur Selbstvernichtung eines Volkes irgendwann. Das ist so. Da gibt es überhaupt nichts dran zu mäkeln. Und das, was unsere Politiker gemacht haben, ist halt das Gegenteil. Nicht das Land schützen, sondern das Land willkürlich dem aussetzen, was da kommt. Denen ist im Grunde alles scheißegal. Die sind wie so ein despotischer Herrscher. Die herrschen mit harter Hand. Die schränken auch immer mehr die Freiheiten ein. Sie fangen an, damit immer mehr gegen die Bevölkerung, die sich da auch kritisch äußert, vorzugehen und finden auch in großen Teilen der Bevölkerung, siehe Antifa und Co., große Resonanz und großen Rückhalt und finden in der Antifa zum Beispiel auch so eine Art Ersatz-SA, die dann auch tatsächlich zur Tat schreitet für die und die dann auch die Oppositionellen einschüchtert oder zumindest hasserfüllt vor den Absperrungen steht und über die Polizei, die dort steht, die dort Spalier steht, hinweg zu brüllen, versuchen ihren geballten Hass auf Andersdenkende. So geschehen zum Beispiel beim AfD-Neujahrsempfang hier in Münster. Das war schon eine ziemliche Schweinerei und das ist beängstigend jedes Mal wieder. Auch bei einer Demo gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das hätte doch auch eigentlich das Interesse mancher linker Zeitgenossen sein sollen, dass man selbstverständlich gegen diese Einschränkung der Meinungsfreiheit ist. Weil dieses Gesetz eben weit darüber hinausgeht, irgendwelche wirklich Hassrede einzuschränken. Und da es für Hassrede auch schon Gesetze gibt. Es gibt Gesetze gegen Beleidigung, Paragraph 185 StGB. Es gibt Paragraph gegen Verleumdung. Es gibt den Volksverhetzungsparagraphen, der jetzt neuerdings auch ganz gerne genommen wird, wenn man versucht, Religionsgemeinschaften zu kritisieren. Siehe Islam, siehe Fall vulgäre Analyse, / Schlomo Finkelstein. Ne, der hat ja den Islam schön kritisiert in seinen Videos und auch durchaus berechtigt, deftig. Und dabei noch den Fehler gemacht. Ja, was heißt Fehler? Ich finde es ja wunderbar. Er hat den Koran verbrannt, Schweineblut übergossen, Steaks drauf gegrillt oder was auch immer. Verschiedenste Sachen halt. Hat da mehrere Videos gedreht. Ihn mit kleinen Böllern hochgejagt in die Luft. Ist doch schön, ist doch nur ein scheiß Buch. Und zudem noch das widerlichste Buch nach Mein Kampf. Oder vielleicht sogar noch schlimmer als Mein Kampf. Streckenweise ist das schon echt übel. Und man kann das ja auch nachlesen. Man kann ja im Internet einiges über den Koran, über die Suren finden. Man findet da überall Übersetzungen. Und das meiste ist wenig schmeichelhaft. Klar steht da auch irgendwie so ein Scheiß drin, mit Nächstenliebe, sowas ähnliches. Aber auch das ist großer Scheißdreck im Angesicht des anderen. Dieser Gewaltaffinität verblasst das völlig. Islamkritik ist ja fällt auch schon unter Volksverhetzung. Also wie gesagt, als man gegen das Netz DG demonstrieren wollte, da waren auch paar hundert Linke um einen rum. Linksradikale auch. Einer hatte sich als Giraffe verkleidet, den konnte ich wirklich nicht ernst nehmen. Aber trotzdem sind diese Leute nicht weniger gefährlich, gerade wenn sie in der Masse auftreten. Da war ja ein Pulk umringt von seinen anderen hasserfüllten Leutchen da. Überall habe ich diese hasserfüllten, die übrigens dann so hasserfüllt sind, wie sie den anderen verbieten wollen zu sein. Aber wir leben ja längst in 1984 Zeiten. Wir haben es ja längst soweit. Kritik ist Hass und Hass ist legitim, wenn er von links kommt. Oder so dieser eine Spruch, den ich da gelesen habe, irgendwo bei Facebook, ja, dann hat er gepostet, so ungefähr jetzt nach dem Motto, ja, natürlich kannst du eine andere Meinung haben. Natürlich kannst du eine abweichende Meinung haben. Nur, du sollst dann halt nicht denken, dass es keine Konsequenzen hat. Klingt für mich wirklich wie so ein Nazi oder wie so ein DDR-Bonze. Das hätten die ja auch so gesagt. Ja, du kannst eine andere Meinung doch haben, aber dann musst du eben mit den Konsequenzen leben. Dann wirst du eben Kopf kürzer gemacht. Siehe Geschwister Scholl. Natürlich kannst du eine andere Meinung haben, aber dann wirst du eben standrechtlich erschossen oder dann wirst du eben ins KZ gesteckt oder ins, was weiß ich, ins Arbeitslager oder so. Oder in Russland wurde man dann ins Gulag gesteckt und fertig. Das ist es dann, ja. Das ist dann die Konsequenz, eine andere Meinung zu haben. Aber eine andere Meinung haben sollte ja eben bedeuten in einem demokratischen Staat. Und da haben sich die lieben Herren Musterdemokraten von heutzutage, die großen Linken, die sich für Musterdemokraten halten, aber im Grunde genommen ja sowieso lieber so eine Art Sozialismus-Leid wollen. Nicht wissend oder völlig ignorierend, dass das noch nie besonders gut ausgegangen ist mit dem Sozialismus. Dieses Experiment ist jedes Mal noch fehlgeschlagen. Da irren die sich eben in einer
einer Demokratie sollte Meinungsfreiheit und muss Meinungsfreiheit zwingend bedeuten, dass man eben eine andere Meinung haben kann, ohne dass man jegliche Art von Konsequenzen dafür fürchten muss. Es sei denn natürlich, man schießt übers Ziel hinaus, verleumdet jemanden, beleidigt jemanden, treibt antisemitische Hetze oder so. Das ist klar. Dann überschreitet man natürlich diese Schwelle, klar. Ach ja, die verrückten Feministinnen. Bin gespannt, was sie sich als nächstes einfallen lassen. Ich meine, eigentlich ist das ja schon die Krönung. Kinder als Klimakiller, deswegen kriegt bloß keine Kinder. Ach ja, liebe Leute. Ich fordere nicht zur Gewalt auf, aber ich fordere hiermit dazu auf, ey, wenn ihr irgendwie könnt, ne, kriegt Kinder, ja? Kriegt möglichst viele Kinder. Läuft schon irgendwie. Auch wenn ihr dann nicht so viel Kohle übrig habt am Ende des Monats, weil ihr die auch beköstigen müsst und was weiß ich, für Schule und alles da, was man da alles für Bildung etc. investieren muss. Aber kriegt viele Kinder. Ich werde es auch versuchen. Aus Protest schon allein. Schön viele Kinder in die Welt. 2, 3, 4, 5, 10. Macht's wie die Islamangehörigen. Vielleicht kann man so die Islamisierung auch verhindern, indem man auch entsprechend viele Kinder kriegt und sie so erzieht, wie das hier wünschenswert wäre, in einer schönen Demokratie. Schön humanistisch, schön zur Gleichberechtigung, zwar von Mann und Frau. Ja, und für mich gibt's immer noch nur die zwei Geschlechter. Ja, dass man die schön zu Meinungsfreiheit und Menschenrechten erzieht und zur Toleranz. Zur Toleranz natürlich nur bis zu einem gewissen Maße. Nicht Toleranz gegenüber Faschisten. Ideologien, nicht Toleranz gegenüber Sozialismus und so weiter. Und nicht Toleranz gegenüber Leuten, die einen umbringen wollen, weil man nicht ihre Religion hat. Wo kann man das verhindern? Man kriegt selbst wieder mehr Kinder. Wie gesagt, man erzieht sie dann demokratisch, aber auch ein bisschen patriotisch. Denn was ist es wert, wenn man sich Kinder an dem Busen nährt, herannährt, die ähnlich verstrahlt sind wie die heutigen Grünen Linken und ihr eigenes Land hassen, ihre eigene Identität, diesen Teil ihrer Identität auch völlig verleugnen und hassen. Bringt ja auch nichts. Also, Vögeln gegen die Islamisierung. Mein neues Programm. Wow, ich liebe es schon jetzt. Und damit sei das hier beendet. Ich habe fertig.